bleiben einige Dinge haften. Ich denke, das erste Tor von Daniel in Piräus, dann die Führung in Mailand, das ist ein Moment, den wir so nicht vergessen werden. Und dann jetzt heute nochmal ein Unentschieden mitzunehmen. Ich denke, dass wir uns in den 6 Gruppenspielen 5-mal überragend verkauft haben. Einmal wurden wir von dem Gegner halt auseinandergenommen, das muss man auch dann so sagen, in Piräus. Aber wenn man sieht, das Ergebnis heute, Piräus schlägt Mailand zu Hause 3-1, wissen wir, dass wir da nicht gegen Laufkundschaft verloren haben.